Jeder Mensch hat das Recht auf Unerreichbarkeit, aber auch das Recht, erreichbar zu sein und andere auf dem kürzesten Weg erreichen zu können. Wir sind hier heute zusammengekommen, um gegen das Kappen der Lebensader zwischen den Orten für ca. 1,5 Jahre zu protestieren und dem Antrag von 832 Bürgern beider Orte vom 13. März an die Verwaltung Nachdruck zu verleihen. Um es vorwegzunehmen, wir möchten keine Gräben aufschütten, niemanden persönlich angreifen, beschuldigen oder gar beleidigen. Wenn diese Brücke so wie geplant gebaut wird, wird der Bach hier vorne zugeschüttet und er muss neu verlegt werden, etwas weiter links in die Wiese hinein.